Schoko-Erdnuss-Brownies. Saftig und knackig. Schnell gemacht und noch schneller gegessen. Dieses US-amerikanische Gebäck wird nach dem Backen häufig mit einer Schokoladencreme bestrichen. Das war hier aufgrund der gewählten Backformen nicht möglich. Schlecht für die Optik, aber gut für die Hüften. Denn mit knapp 400 Kalorien pro Stück ist der Brownie auch ohne Creme kein Leichtgewicht. Vorsicht, Suchtgefahr. Hier kommt mein Familienrezept. Für ungefähr 18 Stück brauchen wir 150 Gramm Butter, 200 Gramm gesalzene Erdnüsse, 150 Gramm Zartbitterschokolade zum Schmelzen und 150 Gramm Zartbitterschokolade, die klein gehackt ist, 150 Gramm Mehl, 3 Eier, 60 Gramm Zucker, 60 Gramm Milchpulver und einen halben Teelöffel Backpulver. Die Butter wird zusammen mit der Schokolade geschmolzen, entweder in einem Wasserbad oder in der Mikrowelle. Ich nutze die Mikrowelle. Wer das noch nie gemacht hat, sollte vorsichtig sein. Ich stelle die Mikrowelle vorsichtig mit 300 Watt für eine Minute ein und wiederhole den Vorgang, bis alles flüssig ist. Den Ofen heize ich auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor. Alle trockenen Zutaten werden miteinander gemischt. Die Eier schaumig schlagen und mit der flüssigen Butter-Schokoladenmasse verquirlen. Sie darf maximal lauwarm sein, damit das Ei nicht stockt. Die Butter-Schokoladen-Ei-Masse mit den restlichen Zutaten verrühren. Jetzt noch schnell eine Backform, in meinem Fall eine Brownie-Form mit den Maßen 28 cm x 18 cm, mit Backpapier auslegen, den Teig hineinfüllen und gleichmäßig verteilen. Meine Form hat noch ein Gitter, das die Brownies schon vorher portioniert. Das ist aber eher Spielerei als eine Notwendigkeit. Nun für 20 bis 25 Minuten in den Ofen. Für die, die es klatschig mögen, empfehle ich die Brownies schon nach 20 Minuten aus dem Ofen zu nehmen. Nach 25 Minuten sollten sie eher saftig sein. Sobald die Brownies ausgekühlt sind, können sie angeschnitten werden. Ich empfehle sie so lange in der Form zu lassen. Ich hoffe, das Video war verständlich und hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Es lohnt sich.